Nina Flittner ist fasziniert von den Umbrüchen der Stadt und von dem, was so ein Umbruch mit den Menschen macht. 1989, nach dem Fall der Mauer, hat sie hier Berliner porträtiert. So wie diese Frau auf dem ehemaligen Grenzstreifen in der Bernauer Straße. Die Lampe auf der rechten Seite im Bild ist 25 Jahre später immer noch an derselben Stelle. Ich heiße Bettina Flittner, ich bin Fotografin und ich liebe an Berlin, dass sich diese Stadt permanent verändert. Man bekommt hier an jeder Straßenecke Geschichte zu spüren. Sie begegnet auch ihrer eigenen Geschichte. Eine zufällig vorbeikommende Ordensschwester erinnert Bettina Flittner an ein Foto, das sie damals hier aufgenommen hat. Die Mitschwester. Ja, eben, die Mitschwester von Ihnen. Die habe ich nämlich vor, sind fast 25 Jahre her. Mhm. Hier, als da waren sie noch da. Da waren sie noch da. Tschüss. Auch Bettina Flittners erste Empfehlung hat mit der Geschichte zu tun. Ein historisches Gebäude in der Nähe des Alexanderplatzes, die Staatsbibliothek. Eine preußische Gründung aus dem 17. Jahrhundert. Ihre jetzige Gestalt erhielt die Staatsbibliothek von Kaiser Wilhelms Hofarchitekten Ernst von Ihne Anfang 20. Jahrhundert. Es ist eine ziemlich gigantische Architektur, also in der wilhelminischen Zeit gebaut, noch von Kaiser Wilhelm 1914 eröffnet. Also der mit dem Bart war hier und hat es eröffnet. Und jetzt ist ein ganz moderner Kern da reingebaut worden, ein Lesesaal und ganz moderne Computermöglichkeiten. Der neue Lesesaal wurde Anfang 2013 eröffnet. Mit 11 Millionen Bänden hat die Staatsbibliothek die größte Büchersammlung Deutschlands. Hier sind einige der größten Schätze des Weltkulturerbes versammelt. Zum Beispiel Mozarts Zauberflöte mit Original-Kaffeeflecken von Mozart drauf. Beethovens Neunte liegt hier. Das älteste Druckwerk der Welt, das ist ein japanischer buddhistischer Zauberspruch. Und es ist sogar Schillers Doktorarbeit hier. Also wenn man nachprüfen will, ob Schiller seine Doktorarbeit wirklich selber geschrieben hat, dann kann man das hier tun. Besonders kostbare Druckwerke wie Schillers Doktorarbeit bekommen Besucher als Kopie zur Ansicht. Andere historische Werke kann man sich im Lesesaal anschauen. Ihre nächste Empfehlung ist ein Vorzeigeboulevard aus DDR-Zeiten, die Karl-Marx-Allee. Ein Aushängeschild für Architektur und Ingenieurskunst im Sozialismus. Auch das Café Sibylle gibt es schon seit Anfang der 1960er Jahre. Hier erfährt man einiges über die Geschichte der Karl-Marx-Allee. Außerdem kommt man von hier aufs Dach der sogenannten Arbeiterpaläste. Von hier oben hat man den allerschönsten Blick auf den letzten europäischen Prachtboulevard, der gebaut worden ist. Und man darf natürlich nicht alleine hier hoch, sondern man muss sich unten im Café Sibylle anmelden und dann kann man nach oben gehen und diesen fantastischen Blick auf dieses Ensemble genießen. Bettina Flittners dritter Berlin-Tipp führt in den westlichen Teil der Stadt, in den Bezirk Kreuzberg. Das Restaurantschiff Van Loon liegt schon seit 22 Jahren auf dem Landwehrkanal. Ein Treffpunkt für alle, die abseits der Großstadthektik gern Zeit auf dem Wasser verbringen. Also was ich hier ganz großartig finde, ist auf diesem alten Frachtsegler, der am Obernhafen liegt, ist, dass man hier zu jeder Tageszeit hinkommen kann, zu jeder Jahreszeit. Im Sommer kann man oben auf dem Deck frühstücken, hat einen wunderschönen Blick und es ist ganz ruhig. Im Winter, so wie jetzt, kann man hier abends hingehen, heißen Ingwertee trinken und sich am Feuer aufwärmen. Und ihr solltet unbedingt eins probieren, nämlich diesen selbstgeräucherten Lachs. Der ist der Knaller. Genießen und entspannen. So kann ein Tag in Berlin herrlich ausklingen.